Sonne scheint. Wir haben Samstag, erste Woche geschafft heute dann sozusagen. Vor einer Woche ging es los, aber ich bin mit dem Zug schon unterwegs. Ja, wir sind gerade im Abbau begriffen. Dann jetzt Richtung Wilhelmshaven und dahinter dann irgendwo campen. Das war unser Campingplatz. Kleiner Laden dran hier. Julius Plate. Oh, war schön Gegenwind heute. Ist jetzt wieder wie immer so. Kurz vor 9:30 starten wir. Gibt es einen Eistheomaten am Rastplatz? Hier sind die Deichschafe. Piependamm. Müsste die Hunde sein, die wir jetzt überqueren. So, jetzt geht es hier an der Bundesstraße lang, aber Radweg abgeteilt. Alles machbar. Die Schäfsche. Alle in Reihe, schön hintereinander weg. Willkommen in Elsfleth, Landkreis Wesermarsch. Gerade wieder Ebbe, Niedrigwasser. Moin. Hier der Bahnhof von Elsfleth. Und hier ein paar Schiffsche. Hinter Elsfleth, mitten unter den Schafen, die fressen hier fleißig, ganze Deich voll bis da hinten. Da geht dann unser Weg weiter, und da geht das ja mal auf den Deich rauf. Danach kommen wir nach Brake, den weiterischen Norden Hamm. Käseburg. Eine Rastplätze hier. Oh,
Leuchtturm hier in Brake. Hier sind schon die ersten Wellen. Hier ist Hochwasserschutz. Die Wand. Hey, Brake, es war erst ein Vorort. Jetzt sind wir in Brake. Einkaufszone von Brake. Hanseatisch kühl gehalten. Interessante Kirche hier in Brake. Die Ozeana legt ab. Das ist doch Fischkaufverein. So, in Brake jetzt hier am Hafen. Schön Fischbrötchen gegessen. Im Stand hier. Fischkutter hier. Schön. Das war Brake. Schön Fisch hier essen. Herrlich. Das rollt hier entlang des Deiches sehr gut. Wir haben Rückenwind. Besser jetzt nicht. Das ist der Marktplatz. Hier ist der Ort Rodenkirchen, wa? Rodenkirchen sind wir jetzt. Entchen hier. In Rodenkirchen. Ich habe schon gemerkt, wo ich zurückschieben wollte, ging es nicht. So, da haben wir mal wieder ein Atomkraftwerk. Kernkraftwerk, richtig. So, machen wir erstmal Häuschen, ja. Radfahren an Nordsee, Jade und Weser. Und hier unten ist? Da ist Nordenham, da ist Fegesack und wir sind ungefähr hier. Und da hinten ist das Atomkraftwerk, das ehemalige Kernkraftwerk Unterweser. Wir setzen dann gleich mit der Fähre über nach Bremerhaven. Wenn sie uns mitnehmen. Kleinen Siel, Lütjensiel. Ah, das erste Schaftor.
Jetzt kommt sie her. So, damit kommen wir nach Nordenham. Sitzt Airbus. So, sind wir hier bei Airbus Nordenham. So, Blexen erreicht. Hier geht dann die Fähre gleich. So, jetzt geht's auf die Fähre nach Bremerhaven. Das ist mal die Weser. Ja, die ist breit hier, die Weser. Auf der Fähre rüber nach Bremerhaven, ne? Damit haben wir die Weser geschafft. Hier im Hafen noch altes U-Boot, Wilhelm Bauer und da noch ein Leuchtfeuerschiff, die Elbe, hier noch ein Kahn. Ja, ganz schön die Wühe hier. Wir werden mal sehen, dass wir hier langsam rauskommen. Und haben es ja auch nicht mehr weit und heute Nachmittag soll es eventuell auch noch regnen. Soll die Zelte schon stehen haben denn. Das ist ein Segelschiff da drüben. Und hier der Leuchtturm. Hat gerade ein großes Segelschiff raus oder wird umgesetzt da. Wendet jetzt, oder? Ja, der wendet. Wir sind hier gerade beim Einkaufen beim Lidl. Es ist ja Wochenende, da müssen wir viel einkaufen. Taschen sind rammelvoll. Salat. Salat heute. Oliven, alles da. So, jetzt geht's nochmal durch den Hafen hier. Drüben werden die ganzen Autos verschifft. Da liegt so ein großer Pott.
Ja, Wetter hat sich mittlerweile ein bisschen zugezogen. Soll heute Nachmittag, Abend mal ein bisschen Regen geben. Ja, wie gesagt, direkt durchs Hafengelände hier, die großen Kräne, alles, Containerfahrzeuge. Gerade hat es ein bisschen geregnet, aber nur eine kurze Wusche. Wir hatten eine Brücke. So, Hafengelände verlassen erstmal. So, hier machen wir noch mal Pause auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Der Strom hat uns jetzt voll entgegengesetzt. Könnte nicht mehr dranbleiben, ey Carsten. Aber es sind nur noch 5 Kilometer. Und noch regnet es nicht, aber sieht nicht so gut aus. Gut, bis später. Voll der Sturm! Spot erreicht. Alter Schwede. Ein Wetter. So, hier ist der Camperplatz in Bremen, wo wir hoffentlich unterkommen werden. Direkt am Meer. Campingplatz in Bremen an der Nordsee erreicht. Startet jetzt ja ein bisschen hoch wieder. Regen ist jetzt mal vorbei. Zelte konnten wir im Trockenen aufbauen. Ja, ein bisschen frisch ist es. Man muss schon die Wintersachen fast anziehen. Das ist jetzt auch schon wieder nach 5, also hat sie doch ganz schön nicht gehört. Gut. Ich würde natürlich sagen, ja, nun hocken wir beide im Zelt. Regnet immer leicht mal wieder. Kann man nicht ändern. Temperaturen sind auf 13 Grad runter. Und das im Sommer. Carsten ist da drüben. In seinem Kabuff. Und ich gehe hier. Ja, muss man aussetzen. Liegen. Wie auch immer. Der Wind bläst. Ich weiß ja nicht, ob man das hört jetzt, was ich erzähle. Die Sonne versucht durchzukommen. Ja, so sieht das hier aus.